So, ich habe ja gesagt, dass ich hier so einen kleinen Techno-Track habe, so einen Melodic-Techno-Track. Ich kann jetzt heute nicht ganz so laut machen wegen meinen Nachbarn. Und ich wollte den Track jetzt weiter bearbeiten oder weitermachen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Audiospuren, die vorher MIDI waren, die ich in Audio gefreest habe. Hier habe ich mir den Chord und einen Teil der Melodie gesichert. Hier habe ich die Drums. Benutze hier im iPad bei Cubasis den Nine Classic. Weiß jetzt nicht genau, ob man das so hören kann. Das hier schieben wir einfach mal weiter. Ich will jetzt einfach mal, ja, anfangen mit dem Track. Also der soll so ein kleines Intro haben. Erstmal. So, kopieren wir den auf zack, zack, zack. Paste, ja. Dann fängt er so an. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen weiter und das Intro hört er so. Hier hatte ich vor, erstmal so einen kleinen Breakbeat als Audiodatei reinzumachen. Wir haben ja auch eine Sample Library mit Drum Loops. Schauen wir mal, was wir da so finden. Funky Phil, ja, Groove. Ich will, wenn will ich ein Pretty Groove Drum Dirt. Was ist das denn, Drum Dirt? Gucken wir mal einfach, was das ist. Das passt ja überhaupt nicht. Das passt gar nicht. Das passt gar nicht. Erase. Das war ja totaler Schrott. Das war ja richtiger Schrott. Ich wollte ja einfach so und dann mit den Flanger und so bearbeiten. So kann ich die denn nicht abspielen? Ich habe das doch immer. Das war doch manchmal. Das ging doch in Cubasis 2. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Flam Drums, XTC Groove. Ich wollte halt so ein Hip-Hop-Breakbeat effektieren. Das ist jetzt du, das ist jetzt echt doof. Monodrum, ich will einfach Vinyl Groove. Was ist das denn? Ja, sowas habe ich mir vorgestellt. Wir können das ja einmal so lassen. Natürlich darf das nicht so laut sein. Dann machen wir den Groove einfach ein bisschen leiser. Aber der passt im Takt nicht. Das ist halt, weil die Audiodatei hier nicht angepasst wird, ne? Ah, ich habe schon so lange nichts mehr hiermit gemacht mit Cubasis. Egal, dann machen wir das anders. Dann ziehen wir den Bass einmal hier rein. Und
Und hier den machen wir mal raus. Machen wir eine neue MIDI-Datei rein. Aber vielleicht gibt's keine Effekt-Library mehr. Ah, ich verstehe nicht, warum ich hier nicht Cubases 2 drauf habe. Das ging alles irgendwie viel besser. Gucken wir mal. Media-Datei. Audio-Files. Nee. My Samples auch nicht. MIDI, Drum Loops, MIDI-Files. Ich will einfach eine Effekte haben. Hat Cubase ist ja gar nicht mehr drin. Hier in der Version. Ach, das ist ja wieder blöd alles, ey. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier eine MIDI-Datei. Ich will so haben, ne? So. Wieso steht denn jetzt da Nein Klassik? Ich will doch keinen Nein Klassik haben. Inter-App, nehmen wir die Inter-App. Nehmen wir mal die Wave Station. Komm, öffne doch. Jetzt hängt die fest. Ist eingefroren, es ist eingefroren. Anders. Nehmen wir den Preußen. Den will er jetzt auch nicht öffnen. Ich krieg die Krise, ne? Ich krieg die Krise. Mein Stuhl knackt. Alles ist doch hier für den Arsch. Was ist denn jetzt los? Wisst ihr was? Alles für den Arsch. Warum das jetzt nicht funktioniert? Ich meine, hier kann ich die Wavestation normal öffnen. Deswegen verstehe ich das nicht. Wir machen einfach mit meinem Jam weiter. Mein nächster Jam, den wir live auf YouTube dann machen. So, Electribe Wave. Sequence. So. Dann noch einmal hier. Okay, ich will die behalten. Ich will hier eine Bassline machen. Machen wir auch ein Clear. Die 11 ist Clear. 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 Hier. Dann machen wir hier das. Ja. Wo das G. Das G4. Ah, nee, Entschuldigung. Das G4 machen wir hier. Den weg. Also ich wollte hier den Sound anders haben. Ich wollte den Bass haben. Elektrobass. Ah.
Katastrophe, der Sound. Den Chor wollte ich beibehalten. Den Chor, da wollte ich ihn. Ah, ich habe noch eine Idee. Wir machen das, was ich eigentlich hier als nicht hörbare Bassline habe. Machen wir einfach, kopieren wir auf die Dings. Wo haben wir die denn jetzt? Genau. Wo das nochmal war, jetzt bin ich selber durcheinander. Drei ist die drei. Okay, ja, jetzt weiß ich. Und zwar kopieren wir das hier hin und die kopieren wir. Copy auch hier hin, aber die auf der 4 und auf der 4 machen wir die einfach immer ein bisschen mehr runter pitchen. Pitchen kann ich jetzt glaube ich nicht mehr. Okay, das ist die C4, wir gehen aber auf die C3 und machen die C4 weg, dann nehmen wir die A4, nehmen wir aber auf die, haben wir die A3, das ist die F4, die machen wir weg, die F3, das A3, machen wir die A2, genau, okay. Okay, das hört man jetzt schon. Okay, C4 machen wir auch auf die C3. G4 machen wir auch auf die G3. F4 auch auf die F3. Machen wir die F3. Gehen wir auf den Sack hier. F3. A3 machen wir auf die A2. Das hört sich doch schon cool an. Da hört man auch schon direkt, dass es tiefer ist. Oh, mein Stuhl, der quietscht. Die beiden habe ich gar nicht bei. Juten wir das mal? Das habe
habe ich 4 Synthesizer und wir machen aus der A2 ein Arpeggio Chord. Okay, Sound, suchen wir mal einen Sound aus. Oh, das ist ein geiler Bass. Hab ich ja. Ist langsam. Ja, auf ein Achtel. Nochmal ab. 2. Ah, okay. Da haben wir schon was. Ach, falsch. Hier auf die 1, machen wir die A2, machen wir den Gate, ziehen wir richtig hoch. Perfekt. Okay, machen wir das jetzt so. Wir nehmen einfach mal, probieren wir mal die Sounds durch. Hier. Ah, jetzt habe ich aber Scheiße gebaut. Ja, Kacke. Jetzt habe ich einfach den Sound genommen. Egal. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Auf der 3 würde ich auch noch gerne einen Hall haben oder irgendwie sowas. Geil, da ist es doch. Und hier machen wir einen Phaser drauf. Wow, das ist jetzt mal auf dem, hier habe ich auf dem Master habe ich hier. Ja. Master Kompressor.
war es das. Dann schalten wir. Okay. Dann nehmen wir den ganzen Gem mal auf für YouTube. War ich da? Okay, nehmen wir das Ganze mal auf. Fangen wir an. Nice. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spuren Synthesizer. Drums haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Spuren. Geiler Sound. Geiler Sound, okay. Einfach der Hammer. Scheiße. Geil, einfach nur geil. Cooler Sound. Wenn man das dann her auf YouTube hört, dann richtig geil, richtig geil. Warum es halt mit Cubases nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Was war, vielleicht liegt es halt auch an mir so. Weil ich den ganzen Tag heute Twitch am Vloggen. Und das war's. Beenden wir die Aufnahme.
Und Bildschirme gesichert. Und haben wir hier drin, ne? Ja, die ganze Aufnahme da. Ja, perfekt. Perfekt. Werde ich gleich auf YouTube wieder hochladen und werde auch hier, wie ich das gemacht habe, versuchen gleich hochzuladen. Dann danke ich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal klappt es in Cubase. Ich bin einfach heute nicht so gut drauf. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.